Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Huma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, wie auch den Blatin Guide. Natürlich auch den Blatin Livestream hier auf YouTube. Doch heute dreht sich alles um. Starfield, ja, meine lieben Freunde, Starfield. Heute dreht sich alles um Starfield. Checkt auf jeden Fall auch gerne, wenn ihr Bock habt, dieses Video aus. Das war das letzte, was ich zu Starfield gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt auch gern dieses Video aus. Das ist eines meiner anderen Content zu einem anderen Blockbuster. Und bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los. Und wie sage ich immer so schön, Semper Fi. Let's do it. This is the future. Evolution. This is the future. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu meinem kleinen Video für euch da draußen in Starfield. Schneller leveln, XP farmen, die besten Wege für mehr Erfahrung und auch gerade für den Anfang. Denn Grind und Arbeit, naja, man kann auch gemütlicher XP farmen. Deswegen das Farmen von Erfahrungspunkten in Starfield kann mehrere, ja, Vorgehensweisen haben. Wenn ihr hoch hinaus wollt und das Achievement haben wollt, Griff nach den Sternen, so heißt die Trophäe. Ja, wenn ihr die unbedingt freischalten wollt, müsst ihr unbedingt Level 100 erreichen. Dafür sind 100.000 oder 100.000 Erfahrungspunkte nötig. Und davon müsst ihr ordentlich mal grinden. Also das, ja, ist eine Nummer. Oder ihr nutzt einfach meinen Videoguide hier, das heißt also mein Video, um einfach mal ein paar schnelle Methoden zu lernen, wie es möglich ist. Gut, grundlegend, ihr seht, ich bin hier auf Wall 2 und auf Wall 2 gibt es natürlich was? Es gibt da Neon, da sind wir auf dem Planeten Neon, meine lieben Freunde. Da sind wir gelandet auf Neon. So. Und hier möchte ich euch gleich mal zeigen, weil es ist letztendlich ja auch unnötig, aber ich möchte es trotzdem, ja, der Vorstellungshalber wirklich erklären. Ihr geht hier rüber, wenn ihr Neon ankommt, und hier drüben findet ihr zwei Automaten. Der eine Automat, naja, da könnt ihr, na, Gruß geht raus an dich, mein lieber John, da könnt ihr euer Kopfgeld bezahlen. Na? Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ja, wenn ihr irgendwo ein bisschen Mist gebaut habt. Aber der Automat ist wichtig. Dieser Automat beinhaltet kleine, schnelle Missionen. Ne? Transportiere das, töte die, jage den. Es gibt Kohle und es gibt auch immer Erfahrungspunkte. Ganz wichtig, es gibt auch immer Erfahrungspunkte, egal welchen Auftrag ihr da annehmt. Deswegen ist es letztendlich unnötig zu erwähnen. Darüber hinaus, meine lieben Freunde, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel hier Fraktionsmissionen machen. Na, das ist eine Fraktionsmission oder Missionsketten von der UC. Dann haben wir von den anderen, von der Crimson Fleet. Und da gibt es ja noch ein paar andere Fraktionen. Ne? Hier zum Beispiel von der Freestar. Und da gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere Fraktionen an dieser Stelle. Also das empfehle ich auch, weil Fraktionsmissionen neben der Hauptmission immer auch XP bringen. Das war mein Tipp Nummer 1 und jetzt kommt mein Tipp Nummer 2. Für meinen Tipp Nummer 2 müsst ihr in das sogenannte Schrödinger-System. Ich zeige euch das mal hier, wo das ist. Das ist ein bisschen versteckt, ja, so auf der normalen Karte, so hinter Kirk, hinter dem Kirk-System. Dort ist es, meine lieben Freunde. Da wollen wir jetzt hinfliegen und dort treffen wir uns wieder. Ihr seht es, ne? Ein bisschen versteckt. Wirklich, ich möchte es auch genau zeigen, weil das ist wichtig. Da kommt ihr auch relativ frühzeitig hin mit 3-4 Sprüngen ganz am Anfang schon. Und ihr seht schon, das ist Level 65. Und das hat auch voll Absicht, dorthin zu fliegen. Also, let's do it.
Checkt auch gerne meine Facebook-Seite aus. Dort teile ich immer neuen Content und kündige auch Livestreams an. Also lasst es krachen und mir dort auch gerne ein Abo da, um immer up-to-date zu sein für Fumas interaktiven Livestreams. Ja, um hier zu leveln, ihr seht das, hier gibt's ganz viel, naja, Fauna und Flora und dralala. Gucken wir uns doch den Herrn mal an, der ist Level 70. Ja, das könnt ihr schon ab Level 10 oder 14 machen, hierher kommen. Hier sind ein Haufen Tiere, ne? Am besten auf das Raumschiff springen und von dort aus nachher was tun? Ja, ihr könnt's euch vorstellen, wir werden jagen gehen. Seht das? Die XP, 115 XP, nochmal 115 XP, nochmal 115 XP. Ja? Wow, jetzt sind sie aber ganz schön nah, die Jungs hier. Die sind unterschiedlich im Level. Hier wieder ein 5er, dann wieder ein 70er. Ihr seht's. Immer schön. So. Wichtig dabei, ganz wichtig dabei, ist, dass ihr den Schwierigkeitsgrad auf leicht stellt. Ihr könnt dabei auch noch ein bisschen einsammeln, ihr könnt noch ein bisschen scannen, noch ein bisschen suchen, was ihr hier noch entdecken wollt. Ich bin auch gerade dabei, noch ein bisschen zu leveln. Ja, geht nachher auf eine Anhöhe, damit ihr auch nicht One-Shot-Seitet stellt, einfach auf ganz leicht. Ich meine, naja, Tiere jagen, um zu leveln, was willst du anderes machen? Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere Tipps bei mir, aber wichtig an dieser Stelle sind noch zwei andere Dinge, bevor ihr jagen geht. Und ihr wiederholt dieses Prozedere immer wieder. Das heißt, ihr geht hier rein, ihr könnt auch kleine Kackfrösche hier erschießen. So, und könnt die sammeln. Na, hier gibt es auch, glaube ich, auch Klebstoff oder sowas von dem Viehzeug. Also ihr könnt auch hier, guckt, ihr seht das hier, Dichtmittel, kein Klebstoff. Die duftenden Teile darfst du gerne behalten. Ja, genau. So, da hinten sind auch noch ein paar. Also ihr könnt hier echt gut leveln, aber ich möchte gern euch noch was anderes zeigen. Deswegen gehen wir jetzt ganz schnell da rein. Ich möchte nämlich nicht schon wieder mein Video sprengen. Das kommt ja öfters bei mir vor. Das heißt also rein ins Flugzeug. Ins Flugzeug, ins, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ins Raumschiff. So, und bevor ihr jagen geht, macht ihr zwei Dinge. Zum einen, wo ist es? Wo muss ich hin? Na, das ist mein Lagerraum, ich bin schon zu weit. Ihr legt euch mindestens eine Stunde schlafen. Eine Stunde schlafen reicht völlig aus. Schlafen legen. Tada! Welten zu erobern. Ja, es gibt Welten zu erobern, sagt sie. Die Kledar, ich mag meine Andrea, die ist einfach richtig lecker. So. Und dann habt ihr jetzt für 15 Minuten einen Bonus, ich glaube von 10%. Das heißt also einen XP-Bonus und der ist wichtig und den könnt ihr auch nochmal ganz leicht erhöhen, indem ihr in die Zutaten reingeht. Denn ihr könnt schon ziemlich früh im Spiel euch, ja, was soll ich sagen, Alien-Tee kochen. Ja, ich weiß noch nicht, wie er schmeckt. Ich habe das einfach vorhin schon mal gemacht, da war ich in der Loge, dort lässt sich da super auch so ein Kack-Alien-Tee kochen. Es gibt natürlich noch andere Booster, die ihr im Laufe des Spiels findet, aber gerade am Anfang könnt ihr super easy peasy euch Alien-Tee kochen. Wenn ich mal suche, dann finde ich mal wieder nicht, denn nur das Genie beherrscht das Chaos. Ach, guck mal, ganz zum Schluss. Da haben wir Alien-Tee, dieser Alien-Tee, der gibt mir sogar eine Regeneration von 2% oder von 2% und 1% für 15 Minuten. Okay, dann habe ich jetzt 11%. Zack. An dieser Stelle noch ein Tipp. Falls ihr schon verheiratet sein solltet und eine Liebschaft angefangen habt, macht Liebe. Das ist gesund. Weil wenn ihr Liebe macht, habt ihr, glaube ich, sogar für eine Stunde 15% Bonus XP. Das heißt also, schlafen, Tee trinken. Ja, und dann let's do it, rausgehen und jagen. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Ich denke mal, das ist auch kein großes Tamtam. Das ist ganz einfach. Ihr killt hier alle Tiere im Umkreis von eurem Raumschiff. Ja, wenn keine Tiere mehr da sind, wie hier jetzt, dann geht ihr rein. Ich möchte euch auch gleich noch den Planeten zeigen. Dann geht ihr rein. Ihr habt jetzt alle Tiere gekillt. Wir springen gleich ins Cockpit. Let's do it. Und starten gleich los.
Checkt auf jeden Fall gerne auch meine Playlist aus. In meiner Playlist findet ihr einen Haufen Videos zu Starfield, Tipps, Tricks und so weiter und so fort. Und hier, wir sind auf Schrödinger 3. Das muss aber nicht das Schrödinger-System sein. Ihr könnt auch in andere Systeme fliegen. Wichtig ist dabei, dass Fauna und Flora üppig sein soll. Das ist wichtig, dass ihr auch gut finden könnt und auch gut jagen könnt. Ihr seht, wir sind im Schrödinger-System, Level 65. Halleluja, Schwester. Das geht schon locker ab. Naja, ich sag mal so, Level 12, 14 solltet ihr dann schon sein. Und das ist das Schrödinger-System. Ja, unabhängig davon, wenn ihr ins Schrödinger-System kommt, werdet ihr auch auf ein Raumschiff treffen. Kleiner Funfact an dieser Stelle, dort werdet ihr ein Easter Egg finden zu der Space Opera Alien im Weltall hört dich niemand schreien. Also ein verlassenes Raumschiff namens Sieb. Das empfehle ich aber auch erst wirklich später zu machen. Okay, jetzt kommen wir mal zu meinem dritten Tipp und es sprengt schon hier wieder voll das Video. Ein Urlaub wäre schön. Falls du großherzig bist, könntest du uns helfen. Oder wir können dein Schiff zerstören. Oh. Tja, wenn es so laufen soll. So, meine lieben Freunde, ja, der nächste Tipp ist was natürlich? Das ist der Kampf mit dem Schiffen. Das heißt also, Schiffe zerstören bringen auch gute XP. Kaboom, ihr seht's. Tada! Sehr schön. Ja, das ging jetzt ganz schön. Das ging jetzt ganz schön fix, aber ich liebe einfach meine Black Star. Also. Der Tipp ist natürlich ganz klar, Schiffe zerstören. Dann looten, jawohl, sehr schön. An dieser Stelle sei aber auch noch gesagt, die meisten XP bringt aber es, die Schiffe zu kapern und ja, die Gegner an Bord, ich sag mal, kalt zu stellen, meine lieben Freunde. Das bringt wirklich die meiste XP. Ja, genau. Tja, und die nächsten XP, meine lieben Freunde, was auch relativ zügig geht, ihr fliegt in ein System und dann fliegt ihr von Gasplanet oder Eisriesen zu Eisriesen an dieser Stelle. Das heißt also, ich zeige euch das jetzt hier mal, wir fliegen jetzt mal hier rüber, das ist ein Eisriese, da können wir so auch nicht drauf landen, also fliegen wir rüber. So, da haben wir ihn, den ja, Eisriesen, also ab auf die Sternenkarte. Hier seht ihr ihn und jetzt scannen wir ihn. Zack, jawohl. Und das gibt natürlich auch nochmal XP an dieser Stelle. Ja, wir haben ihn nämlich komplett analysiert und wir haben die kompletten Daten jetzt auch gesammelt. Später dann im Spiel im Auge könnt ihr dann bei Wladimir diese Daten von toten Planeten dort verkaufen. Und ich glaube auf dem Mars, auf Cydonia, in der Kneipe gibt es auch einen Händler oder einen, der sitzt am Tisch. Da habe ich aber ein gesamtes Video gemacht, so Tipps und Tricks Videos, da habe ich es nochmal genauer erklärt. Ich blende es euch hier gerade ein. Dort könnt ihr dann Daten von Planetenscanning ihm dort verkaufen. Bei Planeten ist es aber so, wenn sie viel Fauna, viel Flora haben, wird es einfach etwas länger dauern. Aber es gibt XP und es gibt natürlich auch Kohle. Ja, an dieser Stelle die letzte Möglichkeit, die ihr noch habt, ist Cheaten. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist Cheaten, gerade die, die PC spielen können. Bethesda hat da verschiedene Codes eingebaut. Aber ich halte es halt wie Jan Hegenberg an dieser Stelle. Hey, Cheater an die Wand, wir haben euch längst erkannt. Und das komplette Video oder das Lied zu Jan Hegenberg, das verlinke ich natürlich euch gerne in der Infobox. Und bis dahin, meine lieben Freunde, was soll ich dazu sagen? Bleibt sauber, bleibt cool, habt einen guten Kurs, habt viel Spaß. Und ich werde jetzt noch ein bisschen leveln. Bis dahin natürlich, bleibt gesund und wie immer, Semper Fi. Schalte auf Standardantrieb.
Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.